Willkommen, meine Lieben, zurück auf dem Frachter bei Monstrum. Und ich habe irgendwie ein gutes Gefühl. Ich habe das Gefühl, dieses Mal entkommen wir. Ich weiß zwar nicht wieso, vielleicht auch nicht mit dem U-Boot, aber wir entkommen immerhin mal wieder. Das wäre schon mal ein kleines Erfolgserlebnis. Wir können ja auch mal mit dem Life Raft nochmal in Anführungszeichen entkommen. Ich zähle das immer als entkommen, das eine Mal, wo wir eigentlich nicht entkommen sind. Aber für mich sind wir schnell entkommen. Deswegen fehlt für mich eigentlich nur noch die Flucht mit dem U-Boot, aber egal. Wenn wir mit dem Life Raft entkommen. Oh, wie komm, Mensch. Wir müssen da rein. Wenn wir mit dem Life Raft entkommen, beschwere ich mich auch nicht. Dann beschwere ich mich auch nicht. Am liebsten natürlich mit dem U-Boot. Denn damit sind wir noch nicht mal fast entkommen. Nicht mal im Prinzip entkommen. Das war hier ist nix. Aha. Toller Raum. Hier kamen wir her. Hier gehen wir rein. Hier finden wir nur Schränke, aber die sind auch mal wichtig. Was war das? Ein lautes Geräusch. Hoffentlich nicht gefolgt von abartigem endlosen Stampfen. Was war das? Doch, ich höre Stampfen. Why? Why denn er schon wieder? Why? Ah. Why denn er? Ich glaube, da drüben drin war gerade diese Kettenspule, ne? Fürs Life Raft. Können wir uns eigentlich holen? Da wir jetzt nicht mehr so fokussiert sind auf das U-Boot. Entschuldigung, auf das U-Boot. Können wir die Fuse ja auch ruhig ausgeben für das Life Raft. Und wir könnten den großen anderen. Obwohl ihn stört das bestimmt überhaupt nicht, ne? Mach ich das jetzt? Ah, komm, was soll's? Was soll es? Na, sehen wir oranges Licht um die Ecke leuchten. Nee. Okay. Dann gehen wir hier rein. Und schnappen uns diese Spule hier. Diese Kettenrolle. Ich glaube, er kommt her. Wir machen hier mal zu. Kommt doch nicht her. Das ist gut. Ich probiere auch immer so mutig wie möglich zu sein, ne? Ich hoffe, ihr seht das. Ist halt manchmal nicht sehr mutig. Weil ich es halt auch schaffen will, ne? Ah, und wo war jetzt? Hier. Gehen wir erstmal nach oben oder nach unten? Wir sind Deck 3, dann können wir erstmal nach unten gehen. Die Taschenlampe ist jetzt ja nicht so wichtig. Die ist ja vor allem wichtig beim Geist und beim Blubberblasen-Heini. Bei Mr. Schleimpustel. Gut und gut. Beides gut. Toll. Ich freue mich. Machen hier mal kurz zu. Ich höre es nämlich trampeln. Hört man es leiser trampeln, wenn man die Tür zu hat? Kam mir gerade so vor. Wer ist über uns? Über uns wäre ja okay. Über uns kann ich verkraften. Neben uns nicht so.
Okay, hier ist immer nur ein Raum gewesen, oder war es nicht hier so einer? Okay. Ein Raum mit nix. Ein Feuerzeug. Aber das können wir wie wir eh vergessen. Denn er ist das Feuer. Dann können wir ja nichts anhaben. Okay. Zurück zum Treppenhaus und noch eine Etage weiter runter. Denn unter uns war er ja auf keinen Fall. Er hat ja rumgetrampelt. Und zwar entweder auf unserer Ebene oder über uns. Ne? Wir haben keine... Wir bauen das immer ganz schnell ein. Da ist nämlich, glaube ich, irgendwo runtergesprungen. Also ich habe gedacht, das wäre irgendwo runtergesprungen. Ich weiß nicht, wo man hier runterspringen sollte. Also vielleicht hier, und das hätten wir ja gehört. Können wir hier runterspringen? Ja, sehr gut. Gab es hier noch Räume? Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Hier kann man nur... Hier kann man nur weiter rumlaufen. Hier ist ein Raum, in dem er wohl anscheinend war. Denn hier ist nichts mehr mit Tür. Radio? Nee. Die jetzt hier in den Raum locken, ist ja auch dumm. Und, oh, das ist gut. Toll, die können wir direkt einsetzen gleich. U-Boot, wo ging's zum U-Boot? Hier, wir gehen nach oben und setzen die schon mal ein. Machen schon mal Licht, das hilft uns zwar jetzt noch nichts. Aber brauchen wir ja eh später, damit wir überhaupt losfahren können. Jetzt hören wir kurz aufs Gestampfe. Und hören zum Glück nichts. Das heißt, wir verduften hier mal wieder. Und jetzt nach oben. Deck 2 waren wir gerade. Deck 3 sind wir gestartet. Gehen wir jetzt hoch zu Deck 4. Ja, oder auch nicht. Dann gehen wir ganz nach oben. Okay, es gibt hier nur 3 Ebenen, oder was? Durch die man durch kann, okay. Dieses Geräusch ist, glaube ich, auch monsterunabhängig, ne? Das ist einfach nur ein stressiges Geräusch. Nur aus dem Zweck, stressig zu sein. Ja. New Objective, aber wir wissen ja, was wir machen müssen mit dem. Dafür hatten wir noch nichts gefunden, ne? Nee. Also wir haben hier schon die Batterien eingesetzt und die Sicherung eingesetzt beim U-Boot. Wir hätten für da oben, da können wir gleich die Spule einsetzen. Also das sind jetzt immer die Spule, ne? Die Kettenrolle. Hier ist nix. Aber ein Schrank ist auch okay. Da ist eine Kamera. Wir gehen erstmal die geraden Gänge ab. Damit ich ein bisschen bessere Orientierung dann habe. Besser merken kann, wo ich schon war. Das sind Pfannen, okay. Pfannen, was ist das so? Entschuldigung, was ist das da oben? Weiß ich nicht. Nix für uns. Hüpf. Hier können wir nicht rein. Liegt da was Sinnvolles? Kann ich nicht erkennen. Okay. Dann haben wir erst diesen Gang erkundet. Dann nehmen wir jetzt den Quergang. Erstmal gehen wir hier rein, damit die Kamera uns nicht sieht. Ist egal, egal, wir haben ja Klebeband. Ha! Das gefällt mir gut, Klebeband. Klebeband-Gulli. Dann gehen wir hier rein. Hier können wir uns nicht verstecken, das ist schlecht. Denn ich höre es stampfen. Fuck. Fuck. Hilfe! Oh Mann!
hier reingelaufen, der kleine Drecksack. Verschwinde. Du blödes Schwein. Hallo? Nee, der kann jetzt hier nicht noch mal auf meiner Ebene sein, das wäre unlogisch. Guck mal, wir haben ja immer Sachen stehen, hier ist jetzt gar nichts. Außer so ein Verdecksfahr, ne, ihr wisst schon, oh, hallo. Wie gesagt, wir können auch mit dem Life Raft entkommen, habe ich nichts gegen. Ich höre ihn. Jetzt glaube ich, da vorne war gerade das Licht zu sehen. Er ist auch auf dieser Ebene. Also er treibt sich da drin rum. Okay. Das ist aufregend. Ach nee, er ist da oben. Eine Etage weiter oben. Dann können wir das mal kurz hier ranziehen. Hier über den Flicken. Aufpumpen. Huch, warte mal, brauchen wir überhaupt noch irgendwas hierfür? Du musst einfach gleich nur nach unten laufen. Kann das sein? Wenn wir jetzt die Spule hier haben. Kurz warten. Wir hören ihn ja. Das einzige Problem ist ja natürlich, haben wir das Klebeband verbraucht und können die Kameras nicht mehr abkleben, ne? Vielleicht kann ich ihn irgendwie weiter nach hinten locken gleich. Und dann hier schnell wieder herlaufen. Aber ich will noch nicht mehr stampfen jetzt gerade. Alter, wie lange braucht das denn? Okay, okay, okay. Spule. Auf. Ab. Achso, war schon ab. Da. Jetzt kriege ich das Ding wieder nicht. Oh. Ab. Right. Oh Gott, ich höre ihn, glaube ich. Ich habe sein Licht gesehen. Ja. Fuck. Fuck. Jetzt noch schnell runterlassen sollen, glaube ich, einfach. Warte, jetzt hier läuft gleich wieder hoch. Und hier müssen wir hin, gleich wenn wir mit dem Ding los wollen, glaube ich, ne? Das sein. Okay, warte. Jetzt gehen wir den gleichen Weg zurück. Gehen wieder hoch. Wir müssen jetzt in gar keine Räume mehr reingucken. Müssen wir nicht. Denn wir haben ja alles. Auf. Ich sollte mal Idiot. Okay. Fuck, fuck, fuck. Da ist er. Da ist er gewesen.
Ah, Mann, es ist aufregend. Scheiße. Alter. Ja, da war die Tür geschrottet. Das heißt, wir sind hier wieder oben. Jetzt gehen wir hier wieder runter. Lassen das Scheißding runter. Down. Jetzt springe ich dann nicht runter. Er ist hier irgendwo. Ich möchte da jetzt entkommen. Jetzt hier, tschüss. Nice, wir haben es geschafft. Wir sind dem verdammten, und zwar relativ schnell, ne? Der Defies. Geil, schön. Das schauen wir uns jetzt an. Ah, ist das Headset abgerissen vor Freude. Ja, er stampft vor sich hin. Nein, nein. Huch, was ist hier passiert? Das war's schon. Okay, na gut. Ich sag's, wie es ist. Geil. Wir sind entkommen. Wir sind dem Monster entkommen. Und zwar dem Feuergolem. Mr. Lava Lava. Aber wie war das jetzt zu Ende? Habe ich aus Versehen auf die Leertaste gedrückt? Das geht nicht. Dann suche ich euch die Sequenz nochmal raus, dass ihr die Sequenz zu Ende gucken könnt. Das geht so nicht. Wenn die nicht zu Ende war, gucken wir nochmal nach. Jedenfalls sind wir jetzt diesem verdammten Lava-Typen entkommen, dem schlimmsten von allen, mit dem Life Raft, mit einer neuen Sache. Wir haben es geschafft. Wir sind nicht runtergesprungen. Wir haben das klug und ruhig sind wir das angegangen. Sehr gut. Ich bin einverstanden damit. Gut, jetzt fehlt aber tatsächlich nur noch das U-Boot. Jetzt haben wir uns einmal vorgenommen, okay, wir machen nicht U-Boot, wir können auch Life Raft machen. Was passiert? Wir machen Life Raft direkt nach kürzester Zeit, easy peasy, haben wir es geschafft. Und U-Boot immer noch nicht. Das U-Boot fehlt noch und das U-Boot schaffen wir auch noch. Denn jetzt fehlt ja wirklich, wirklich nur noch das U-Boot. Dann haben wir es alles, haben wir alle Fluchtmöglichkeiten geschafft. Und das kriegen wir auch hin. Wir kriegen das hin. Bis zum nächsten Mal bei unserer U-Boot-Flucht.